Warte ich auf das Kommen unseres Herrn? Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute von Jesus diese Worte: Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es dagegen verliert, wird es gewinnen. Am Montag verstarb der Altbischof Wilhelm Schrammel von Passau. Er verbrachte seine letzten Lebensjahre hier in Altötting. Und sein Wunsch war es, in der kleinen Anbetungskapelle hier in Altötting begraben zu werden, wo er oft den Herrn angebetet und auf sein Kommen gewartet hat. Bei der Betrachtung vom heutigen Evangelium kam mir diese Frage der Jünger in den Sinn, die fragten: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Denn Jesus stellt uns Noah und Lot als Beispiele vor Augen, die mit ihrer Familie gerettet wurden, im Gegensatz zu den vielen, vielen anderen Menschen, die damals so dahin lebten, ohne sich Gedanken über Gott und seine Gebote zu machen. Den Ernst der Lage zeigt uns ein Erlebnis vom heiligen Don Bosco. Einer von seinen Schülern, Carlo, verstarb plötzlich. Er war schon 12 Stunden lang tot. Da kam Don Bosco zu ihm und rief ihn zum Leben zurück. Carlo erzählte aufgeregt: Ach, Don Bosco, ich müsste jetzt eigentlich am Ort der Verdammnis weilen. Als ich das letzte Mal beichtete, wagte ich nicht, eine Sünde zu bekennen. Nun flüchtete ich vor vielen Teufeln, die mich verfolgten und ergreifen wollten. Schon waren sie daran, sich auf mich zu stürzen und mich ins Feuer zu werfen. Da trat eine edle Frau zwischen mich und jene hässlichen Untiere und sprach: Wartet, er ist noch nicht gerichtet. Nach einer guten, aufrichtigen Beichte rief er: Don Bosco, rettet mich vor der Hölle. Und jetzt will ich in den Himmel gehen. Dann entschlief er im Herrn. Wir dürfen uns heute diese Frage stellen: Lebe ich so, dass Jesus, wenn er plötzlich kommt, uns in die Ewigkeit mitnehmen kann? Oder besteht die Gefahr, dass ich zurückbleibe, weil ich durch eine Todsünde von ihm getrennt bin? Doch was ist eigentlich eine Todsünde? Eine Todsünde ist ein schwerer, freiwilliger und bewusster Verstoß gegen die 10 Gebote Gottes. In der Todsünde ist die Seele des Menschen eben tot. Oder wie Jesus es heute im Evangelium ausdrückt, ein Aas, auf das sich nach dem Tod die Geier stürzen. Was muss ich also tun, um von Jesus in die Ewigkeit abgeholt zu werden? Zuerst einmal ist es wichtig, durch die heilige Taufe in die Arche Jesu einzutreten, durch die Jesus uns die ewige Rettung anbietet und diese Arche, das heißt auch seine Kirche, nicht mehr zu verlassen, auch nicht durch einen Kirchenaustritt. Dann ist es wichtig, die Arche Jesu durch keine schwere Sünde, das heißt durch keine Todsünde zu verlassen. Andernfalls ist es ganz wichtig, sofort zu Jesus zurückzukehren, durch eine Liebesreue und eine gute, aufrichtige, heilige Beichte. O Maria, hilf! O Maria, hilf doch mir! Ein armer Sünder kommt zu dir. Im Leben und im Sterben, lass mich nicht verderben. Lass mich in keiner Todsünd sterben. Steh mir bei im letzten Streit, o Mutter der Barmherzigkeit. Amen. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmachte ich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setzt euch frei davon. Dem Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist,
und berge euch in den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. Und so segne, heile, stärke und schütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.